euch mal zeigen, wie man Feuerwerk richtig verleitet. Und zwar soll das mal ein kleines Beispielvideo sein, weil die Frage ja doch noch relativ häufig aufkommt. Da habe ich hier jetzt einfach mal zum Beispiel zwei Batterien genommen. Einmal die Nico Out of Control und einmal die Weco Shark Attack alias Alligator. Ja, und das erste, was ihr machen solltet, ist erstmal die Batterien auspacken. Ja, das ist das Wichtigste. Das machen wir jetzt mal ganz schnell. Bei den Batterien solltet ihr darauf achten, damit sie überhaupt zu verleiten sind, dass die Batterien eine Ersatzzündschnur haben. Denn die ist elementar fürs selber Verleiten mit Litze. Ja, des Weiteren solltet ihr darauf achten, dass ihr die rote Litze immer mit der Hauptzündschnur erstmal beim Zünden verleitet. Denn an der Ersatzzündschnur bringen wir nachher die rote Litze an, damit es an die nächste Batterie weiterzündet. Ja, gut. Ich benutze zum Verleiten immer gelbe Litze oder rote Litze vom Warno. Die ist überall erhältlich. So sieht das Ganze aus. Ja. Also ich benutze zum Verleiten zusätzlich noch Kabelbinder. Das gibt der Zündschnur einen besseren Halt und sichert euch das korrekte Zünden. Zusätzlich habe ich hier noch eine Schere, Cuttermesser, Kleber und so weiter. Da habe ich hier so meine Kiste, wo alles drin ist, was ich eigentlich dafür brauche. Weitere Messer, Kleber ohne Ende und hier Klebestifte. Ich würde euch da Flüssigkleber empfehlen. Das klebt einfach am besten. Ja, gut. Ja, dann fangen wir mal an. Ihr solltet die Batterien irgendwo aufkleben, dass sie sicheren Stand haben. Da könnt ihr Pappe nehmen oder eine Palette, wo auch immer ihr die aufkleben möchtet. Wir wollen jetzt einfach mal, dass die Alligator als erstes zündet und danach weiter zündet an die Nico Out of Control. Und zwar machen wir das jetzt, wir würden die Alligator hier festkleben mit Flüssigkleber. Nutze ich zum Beispiel den hier, den gibt es für 50 Cent bei Zimmermann. Ja, dann würdet ihr den hier unten einmal komplett dicht kleistern, hier raufsetzen, mit der genau dasselbe. Im Anschluss nehmt ihr einfach diese rote Litze, schneidet hier ein Stückchen von ab, dass ihr das verleiten könnt. Gut. So, dann würden wir hier jetzt an der Ersatzzündschnur den Klebestreifen abmachen. Wenn das dann immer so einfach gehen würde. So, zack. Dann nehmt ihr den Kabelbinder. Ziehe ich hier einfach schon mal fest. Legt die rote Litze daran oder wickelt sie ja um die grüne Visco. Nimmt den Kabelbinder und zieht ihn an der Visco mit der roten Litze zusammen fest, sodass ich das auch schön entzünden kann. Ja, der erste Schritt ist fertig. So, ich mache vorsichtshalber mal noch eine zweite, dass es auch hundertprozentig zündet. Könnt ihr sicher sein, dass es zündet, denn die Batterie, hier ist ja die Hauptzündschnur, man zündet sie an, die brennt hier durch die Bombetten nach hinten durch und am Schluss zündet die Zündschnur hier hinten raus und entzündet so die rote Litze. Ja, dann habt ihr das verbunden. Jetzt müsst ihr hier, weil ihr hier ja wieder wollt, dass sie von vorne zündet, die Hauptzündschnur freilegen. Hier genau dasselbe, nehmt die grüne Visco, nehmt euch wieder zwei Kabelbinder und zieht sie an der Visco mit der roten Litze zusammen fest, so dass es alles schön zündet. Hier nehme ich auch nochmal zwei,
damit ihr die Gewissheit habt, dass es auch wirklich funktioniert. So. Jetzt seht ihr es ja, sie sind miteinander verbunden. Hier würde die WQuetz gezündet werden, wie ich eben schon gezeigt habe, brennt sie hier durch die Bombetten durch und verlässt hier die Batterie, da wo sie die rote Litze zünden wird. Die rote Litze entzündet dann die Hauptzündschnur der Nico out of control und brennt ebenfalls weiter. Und das könnt ihr mit beliebig vielen Batterien machen. Hier würde sie jetzt hier durchbrennen, bis sie hier hinten wieder rauskommt. Hier könntet ihr jetzt die nächste Batterie rein theoretisch dran verbinden. Und fertig wäre die Sache. Wie gesagt, vorher im Aufkleben oder ob ihr erst vorleitet und dann aufklebt, ist eigentlich egal. Hauptsache, die Batterien haben einen sicheren Stand. Ganz wichtig ist auch, dass ihr nach dem Verleiten diese Elemente hier, die rote Litze und die Visco, mit Alufolie oder Alu-Tape umwickelt, und zwar richtig dick umwickelt, dass hier richtig eine ordentliche Schicht Alufolie drüber ist. Denn wenn die Batterien schießen, kann das sein, dass hier mal Funken drauf fliegen und dann brennt natürlich alles auf einmal ab, und das wollen wir nicht. Gut. Ich hoffe, ich konnte euch da weiterhelfen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.